Geschwister im Islam, das Thema handelt sich um das Umsetzen des Wissens. Es ist das Thema, liebe Geschwister, das Handeln nach dem Wissen. Das, was wir wissen, dass wir danach handeln. Und ich will das ansprechen, liebe Geschwister, ich habe Aussagen gelesen von dem Salaf, wo ich mir gedacht habe, subhanallah, so viele Dinge wissen wir, aber irgendwie umgehen wir die Dinge, die wir wissen, anstatt dass wir nach diesen Dingen handeln und beschäftigen uns mit Sachen, die uns gar nicht weiterbringen. Wir setzen unsere Kraft ein in Punkte, liebe Geschwister, die vielleicht uns sogar schaden können, obwohl wir Dinge wissen und wenig die Kraft da reinsetzen. Männer und Frauen, Brüder und Schwestern, liebe Geschwister, Väter und Mütter, beide Geschlechter. Das ist, liebe Geschwister, es ist ein Phänomen. Es ist ein Phänomen bei den Brüdern, die versuchen stark den Weg des Wissens zu gehen. Es ist ein Phänomen bei den Brüdern, die versuchen den Weg, den geraden Weg, diesen schmalen Weg, langen Weg, liebe Geschwister, wie Umar ibn Khattab sagt, links und rechts und versucht ganz langsam diesen Weg zu gehen. Ein Phänomen, dass es dort stattfindet. Und liebe Geschwister, dass wir uns mit dem Wissen beschäftigen, was wir wissen. Und manchmal sind das Dinge, die sind simpel. Wir wissen Dinge, die sind simpel, aber die sind gewaltig. Umgehen wir und beschäftigen wir uns mit Brüdern. Oder die Schwestern beschäftigen sich mit Schwestern. Wir beschäftigen uns mit Taten unserer Brüder und die Schwestern mit den Taten ihrer Schwestern, anstatt dass du dich mit den Taten von dir beschäftigst. Liebe Geschwister, wir beschäftigen uns mit Fehlern anderer. Dein Bruder sitzt und anstatt dass er sich mit seinen Fehlern beschäftigt, beschäftigt er mit Fehlern sich von anderen. Anstatt dass wir uns hinsetzen und sagen, was habe ich falsch gemacht? Und guck mal, Achim, wenn wir jetzt 10 Sekunden unsere Augen schließen und wir lassen 10 Sekunden Revue passieren, was wir einen Fehler gemacht haben in den letzten Tagen, wirst du dich von dir selbst denken. Da ist ein Augen. Nur 10 Sekunden Augen schließen. Du machst deine Augen zu und denkst, was habe ich alles versucht? Und du lässt deine Sünden an dir Revue passieren. Du denkst an alles, was du falsch gemacht hast. Wenn du die Augen öffnest, denkst du, ich brenne in dunkler Leute. Was ist mit dir los? Guck mal, Achim, das ist sowieso eine Falle von Schäden. Einer, liebe Geschwister, ein Imam hat mal gesagt, und das ist ein Problem normalerweise heutzutage bei uns, diese Beschäftigung mit den Fehlern anderer. Und warum begeht er diese Fehler und immer nach seinen Fehlern schauen? Schau mal, Achim, sagt ein Imam, die Munafiqun, die Heuchler, und ich will keinen als Heuchler benennen, nicht, dass einer das falsch versteht. Wir sagen nur, was er nicht wiedergeht, nur die Wörter des Gelehrten. Er sagt, ein Heuchler sucht immer nach Fehlern. Immer nach Fehlern, um zu tadeln, um irgendwie einen Ärger zu stiften, um eine Fitna herbeizurufen. Und wir kommen auf das Wort Fitna zurück. Ein Gläubiger, sagt er, sucht immer nach Entschuldigung. Er sieht seinem Bruder einen Fehler begehen, er sucht nach Entschuldigung. Vielleicht gibt es ein Wort. Weil er Allah fürchtet. Weil er weiß, wenn er gleich was sagt, das wird gemessen bei Allah subhanahu wa ta'ala. Das wird gewogen am Yawm al-Qiyamah. Weil er weiß, wenn er was falsch über seinen Bruder sagt, das kann ihn treffen. Weil er weiß, wenn er seinen Bruder mit etwas tadelt, er wird nicht ersterben, bis er mit demselben Sache geprüft wird. Er weiß das. Und deswegen fürchtet er Allah und er sucht eine Entschuldigung. Guck mal, Achim, was für eine weise Aussage. Und kommen wir zurück zum Wort von Fitna. Liebe Geschwister, wir waren vor einem Monat, war ein Khutbah von einem Bruder, der ist Schüler von Shahab Suhaib, der hat eine Khutbah gemacht über Ka'b ibn Malik. Seine Geschichte, die ist bekannt. Und auch sehr lange, um sie jetzt zu erzählen. Und auf Deutsch gibt es sogar ein kleines Heftchen, das heißt Ka'b ibn Malik, kann man seine Geschichte lesen. In Riyad al-Salihin ist auch seine Geschichte festgehalten. Dieses Sahabi, der den Befehl verweigert hat von Prophet Sallam, und dann keiner mit dem mehr geredet. Er hat ein Verbot, dass die mit ihm reden. Keiner redete mit ihm. Keiner redete mit ihm. Was passiert, liebe Geschwister? Ka'b ibn Malik, also in der Zeit war er ja sehr traurig. Er war kaputt, er wusste nicht mehr weiter. Keiner redet mit ihm. Was passierte? Bekam er einen Brief. In diesem Brief, liebe Geschwister, hat man ihm gesagt, wir wissen, dass dieser Prophet, dieser Mohammed handelt und behandelt dich schlecht. Komm zu uns, die Heuchler, die falschen Leute haben ihn zu sich gerufen. Eine Fitna kam zu ihm. Eine Fitna kam zu Ka'b ibn Malik. Was hat Ka'b ibn Malik mit Fitna gemacht? Und was machen wir mit Fitna? Was machen wir mit, liebe Geschwister, mit solchen Versuchungen?
Stellt euch selber die Frage, liebe Geschwister. Kabut Numeri bekommt diesen Brief, eine Fitna, eine Versuchung kommt zu ihm. Sagt, guck mal, der behandelt dich schlecht. Kann er reden mit dir? Komm zu uns. Wir behandeln dich gut. Kabut Numeri, liebe Geschwister, nimmt diesen Brief und verbrennt ihn. Er verbrannte diese Fitna direkt. Er löschte diese Fitna aus. Und der Bruder in Khutbah erzählt uns das. Er hat uns nicht nur die Geschichte von Ka'b ibn Malik mitgegeben, er hat uns auch, liebe Geschwister, die Weisheit aus dieser Geschichte herausgegeben. Das ist ja wichtig, das Verstehen von den Dingen, die wir hören, lesen, lernen. Und mein Nutzer, und er sagt, was machen wir? Verbrennen wir eine Fitna, wenn sie zu uns kommt? Wenn uns eine Fitna erreicht, eine schlechte Nachricht, oder wir merken eine Nachricht der Fitna, verbrennen wir die? Oder leiten wir sie direkt weiter? Ersticken wir diese Fitna, liebe Geschwister, oder sind wir froh darüber, dass eine Fitna entstanden ist? Aber warum geschieht sowas überhaupt? Warum geschieht das unter uns Brüdern und Schwestern, dass dann diese Fitna nicht erstickt wird unter uns und dass wir versuchen, mit der besten Art und Weise dieses Problem zu lösen oder die Person an den Nasiha zu geben? Sag mal, liebe Geschwister, warum? Wisst ihr warum, liebe Geschwister? Weil wir genau nicht das anwenden, was wir wissen. Wir wissen eigentlich über die Geschichte von Ka'b ibn Malik. Ich habe am Anfang gesagt, die meisten haben sie gehört oder gelesen. Aber in diesem Moment rufen wir sie nicht herbei. Denken wir nicht darüber nach. Weil wir nicht gelernt haben oder weil vielleicht es wir vernachlässigt haben, dass wir nach dem handeln, was wir wissen, liebe Geschwister. Und so beschäftigen wir uns mit den Fehlern anderen, mit dem Benehmen von anderen, mit dem Leben von anderen, mit dem Islam von anderen. Anstatt dass der Muslim, der Mu'min, der Muhsin sich hinsetzt und sich mit selbst beschäftigt und versucht, liebe Geschwister, das anzuwenden, was er gelernt hat. Und liebe Geschwister, wie gesagt, die Salaf haben viele Aussagen gegeben. Viele Aussagen, liebe Geschwister. Sahaba radiallahu anhum haben viele Aussagen gegeben über das Handeln nach dem Wissen. So sagt ein Sahabi, liebe Geschwister, er fürchtet nicht am Yom al-Qiyamah, dass er gefragt wird über das, was er gemacht hat. Mit was hast du gehandelt? Wie hast du gehandelt? Er sagt, ich fürchte eher, dass ich am Yom al-Qiyamah gefragt werde, mit was habe ich gemacht, mit dem, was ich wusste, oder ob ich gehandelt habe, mit dem Wissen, was ich hatte. Das heißt, du hast Dinge gewusst, hast du danach gehandelt. Darüber haben die Sahaba Angst gehabt, liebe Geschwister. Darüber haben die Sahaba Angst, liebe Geschwister, gehabt. Dass sie gefragt werden am Yom al-Qiyamah über Dinge, die sie nicht wussten. Ein anderer, liebe Geschwister, ein anderer Sahabi sagt, oder derselbe Sahabi sagt, liebe Geschwister, derjenige, der handelt nach dem, was er weiß, er ist der gewaltigste Mensch. Oder der ist von den gewaltigsten Menschen. Und derjenige, der es sein lässt, er das Handeln sein lässt nach dem, was er weiß, ist ein Jahl, ist ein Wissender. Guck mal, wie die Sahaba stufen, denjenigen, der nicht nach den Dingen handelt, die er weiß. Und wir kommen zu den Dingen, die wir wissen und die nicht danach handeln, die sind simpel und klein. Aber die wir irgendwie die Augen darüber schließen und darüber weggehen. So, liebe Geschwister, sagt Sufyan al-Thawri zum Beispiel über das Wissen. Und der erklärt das Wissen in fünf Dinge. Er sagt, als allererstes ist das Wissen Schweigen. Als zweites ist das Wissen richtiges Zuhören oder Hinhören. Als drittens, sagt er, ist das Wissen Erhaltung, Bewahren, aufwendig lernen, Dinge bei sich bewahren. Als viertens, sagt er, ist das Wissen, das Handeln danach. Und als fünftens, sagt er, ist das Weitergeben, das Veröffentlichen, das Mitgeben. So sitzt Sufyan al-Thawri, liebe Geschwister, überredet über das Wissen. Und was hören wir? Schweigen. Ich habe ihm gesagt, hören gehört zum Wissen, sagt Sufyan al-Thawri. Rahimahullah, liebe Geschwister. Und dann das Erhalten, das Handeln danach. Und das Mitgeben. Dinge, die wir am Anfang erwähnt haben. Und so wird, liebe Geschwister, gibt es natürlich viel mehrere Aussagen diesbezüglich über diejenigen, die nicht nach dem handeln, was sie wissen, und sie das sein lassen, liebe Geschwister, die das Handeln sein lassen, nachdem sie wissen. Und es gibt Dinge, liebe Geschwister, die wir wissen und wir handeln nicht damit. Ganz einfache Sachen, liebe Geschwister, ganz einfache Sachen. Wir müssen das erwähnen, damit wir wach werden. Wir müssen wach werden, liebe Geschwister. Wir dürfen den Shaitan dieses Spiel nicht mitmachen lassen. Und dass er mit uns spielt und uns gegen unsere Geschwister aussetzt. Und wir vergessen, dass wir nur uns haben im Endeffekt. Wir vergessen, dass wir nur uns haben. Und wir dürfen hier die Hand nicht zu Shaitan reichen und mitmachen.
Das ist sehr wichtig. Glaub mir, meinen Brüdern und Schwestern im Islam, die viele Probleme, die wir haben, entstehen aus diesem Grund. Entstehen aus diesem Grund, dass wir leider, Allah A'lam, viele Dinge reden, alle von uns. Viele Dinge reden über Islam, aber wenig davon sehen. Viel, sehr wenig davon sehen. Wir haben alle gelernt zu fragen, eine Dalil. Ja, kennt ihr das? Wenn du nach Dalil erwähnt, eine Dalil, ach, hast du andere Dalil? Alle fragen nach Dalil, aber das Umsetzen von Dalil, das Verstehen von Dalil, will keiner wissen. Will keiner wissen, ja? Dann siehst du keinen Handel nach Dalil. Ja, okay, du willst immer, man fragt nach Dalil, 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 ich will Beweis, Beweis, wo ist der Beweis? Gib mir Beweis, hast du Beweis? Es ist eine gute Sache, ich will das in Ordnung, dass wir nach Beweisen handeln. Oder er gesagt, dass wir nach Beweisen fragen. Handeln ist wieder um was anderes. Handeln ist wieder um was anderes, liebe Geschwister. Deswegen ist das ein Phänomen dazu, dass wir sehen, dass ein Bruder oder eine Schwester fängt den Weg von Koran und Sunna zu gehen, fängt diesen Weg, den wir gerade gehen oder gehen möchten oder wollen, zu gehen und verliert dann Benehmen. Das ist ein Phänomen, das kennt ihr bestimmt alle, ja? Vorher mild gewesen, mild, sehr mild. Und nachdem sie zwei, drei Bücher gelesen haben, oder ich habe das erlebt, ja, ich war in Ägypten, ja, zwei Monate. Ich habe mir gedacht, was mit den Leuten, ja? Die lernen fünf Wörter auf Arabisch oder fünf Sätze, oder können Bücher vielleicht auf Arabisch lesen, die reden gar nicht mehr mit dir. Ohne Spaß. Wir treffen zwei Brüder, die können Deutsch. Ich war ganz am Anfang, da habe ich meine erste Anfang in Arabisch, ich habe so Heaven, 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 so gegangen, ja. So ganz einfache Wörter auf Arabisch gelernt. Und ich war mit einem Bruder, deutschen Bruder, so kam er nach der Fajr-Gebet raus und treffe jetzt zwei Brüder, die können auch Deutsch. Die sind Deutsche gewesen, sogar. Salam alaikum, wie geht's euch? Ich fange mit uns Arabisch zu reden. Ja, ich denke mir, ich würde sagen, hallo, noch anwesend oder so, aber der redet weiter Arabisch so. Weißt du, um dir zu zeigen, ich spreche Arabisch jetzt, ich spreche kein Deutsch mehr. Du brauchst kein Deutsch zu sprechen. Oder du hast ihm gesagt, ja, Bruder, Sheikh Abu Anas, Sheikh Abu Anas ist Sheikh geworden? Du sagst, Sheikh Abu Anas, du bist schon Sheikh geworden? Du siehst, anstatt dass das Wissen sie runterbringt, hat diese bisschen Buchstaben lernen, Sätze lernen, Wörter lernen nach oben gebracht. Nicht natürlich alle, ja, wollen nicht verallgemeinern, aber sehr viele. Das ist ein Phänomen für mich. Normalerweise, umso mehr Wissen du erwirbst, umso barmherziger musst du werden, umso ruhiger, umso mehr Gefühl musst du haben für Menschen, umso besser musst du damit umgehen können. Handel mit den Brüdern und so. Ja, aber du siehst, der Bruder fängt an, Wissen zu erwerben und wird umso schlimmer, umso lauter bei der Diskussion, umso aggressiver. Du kannst gar nicht mit dieser Person anfangen. Und alle so voll geil darauf zu diskutieren über Echtelef. Die lieben, manche Brüder lieben es, wenn Themen fallen, die Echtelef sind. Sei es der Schleier, sei es Hemdenbind nach dem Rukur, die üblichen Themen, die wir kennen, ja. Gebet verlassen, Käfer, nicht Käfer. Alle lieben es, keiner kann, hat das Wissen überhaupt gelernt, aber alle lieben zu diskutieren. Für mich ist es ein Phänomen. Ich denke, was ist los mit dir, ja? Erstmal, du bringst eine Sache. Dann haben wir einen Echtelef zwischen Sheikh Al-Albani und Sheikh Bimbas. Mega lang mit den Barmherzigen und ihren Taten, was er hoch anrechnet. So zwei große Gelehrten, Eliten der Umma, gewesen in unserer Zeit. Die haben einen Meinungsunterschied. Jetzt kommt ein Jahil und ein anderer Jahil. Also die Brüder sind Jahil in diesem Fall. Die sprechen vielleicht wieder auch Arabisch. Noch haben sie die Beweise richtig studiert. Abgesehen davon, ob sie überhaupt Wissen studiert haben. Oder ob jemals vor einem Sheikh saßen und überhaupt was mitgeschrieben haben. Und fangen so darüber zu diskutieren, als wären der Albani und der andere Bimbas. Ja. Und die versuchen, eine Einigkeit zu bringen, da, wo große Gelehrte keine Einigkeit gefunden haben. Ja, ohne Spaß. Ich habe mal mit Brüdern geredet. Subhanallah, ich kann mich erinnern, das vergesse ich nie mein Leben. Ich gehe so in die Masjid rein und ich wollte der Herr die Masjid gehen. Und ich bin der Meinung, dass der Herr die Masjid Pflicht ist. Ich bin davon überzeugt, dass der Herr die Masjid Pflicht ist. Wenn ich die Masjid ganz verlasse, mit Absicht die verlasse und dann wieder betrete, muss ich beten. Und ich habe die Masjid verlassen gehabt, mit Absicht zu verlassen. Ich kam später wieder und ich wollte der Herr die Masjid beten. Ich stelle mich so neben der Mimbar, ich will beten. Sagt der Bruder, was machst du da? Ich habe gesagt, ich will der Herr die Masjid beten. Sagt er, Mustahab. Dann habe ich gesagt, lass mich Mustahab machen. Das ist ein Problem. Verstehst du? Ich mach Mustahab, dann mach ich Haramkar oder was? Mach ich Kufur, mach ich was los? Mustahab ist doch gut.
Allah nimmt diejenigen, die gute Taten, die freiwilligen Taten verrichten. Kannst du lieber Allahs mit erreichen. Das heißt, stehe auch und bitte auch. Das musst du haben. Wo ist das Problem? Aber guck mal hier. Was Jan Bein macht. Nimmst du einen Auftrag? Ne, setz dich hin. Bist du noch normal? Versteht ihr, was ich meine, liebe Geschwister? Das ist, da merkt man, ist es zu leise? Da merkt man, liebe Geschwister, dass die Leute nicht verstanden haben, was Wissen ist. Oder wie man Wissen anwendet. Und wir darauf fixiert sind, zu diskutieren oder zu quatschen über Dinge. Und wir besitzen nicht das Wissen. Und die Gelehrten sind nicht miteinander so umgegangen. Die Gelehrten sind nicht so miteinander umgegangen. Als der Hinterscheid hat den Best gebetet, hat er seine Hände nach dem Ruhu gehoben. Und hat die gebunden. Die Schüler haben gefragt, Schick. Du sollst die Hände fallen lassen nach dem Ruhu. Du sollst sogar das Bild haben, wenn wir das so machen. Aber der Sheikh aus Respekt zu dem Wissen von Sheikh bin Bas, weil er gesagt hat, er ist ein Sheikh und er betet vor und ich folge dem Imam. Guck mal, wie der, mit welcher Weisheit er gehandelt hat. Und das ist eine Aufgabe für jeden, der überhaupt so entstündet. Guck mal, wie die miteinander umgegangen sind, benehmen aufeinander. Und guck mal, die Brüder untereinander. Welches Wissen trägst du, Bruder? Welches Wissen trägst du, Schwester? Wissen, Schwester, die Frau kommt zum Masjid. Die Schwester kommt zum Masjid. Gerade mal Hijab gemacht. Ach, ich hat sich gerade mal in die Moschee reingebracht. Vielleicht hat die vorher gedacht, wir verbrüten Leute in der Moschee. Hat sich in die Moschee reingetraut, kriegt erstmal einen Ohrfeige links, weil der Hijab nicht richtig ist. Dann kommt nochmal ein Ohrfeige von der anderen Seite, weil sie keinen Hijab trifft. Ja, und dann kommt ein Dritter und dann kommt nie wieder rein. Die wird die Moschee nicht mehr besuchen. Und ich merke, seine Schwester war berichtet. Als unser kam eine Schwester in den Mächte, die war geschwind. Die war Mann. Und die hat sich geschwind. Und die Schwester, schlägst du dich? Mein Mann, du bist ein Finger für meinen Mann! Bist du zu retten? Und die fragt sich, ob du zu retten bist. Dann soll der Mann deinen Kopf auf den Kopf senken. Was bist du Finger für meinen Mann? So macht man da, so macht man die Leute, so ruft man die zum richtigen Weg. Aber Phänomen, die Schwester normalerweise, die da in der Moschee ist, da Masjid, muss früher lächeln geblieben. Jetzt kommen wir auf Dinge, die wir wissen und wir nicht daran handeln. Wir wissen, dass das Lächeln eine gute Tat ist. Im Islam. Eine Geste ist eine gute Tat, das Lächeln. Ganz simpel. Einfach durch das Lächeln. Denn die Schwester, komm, lächeln Sie mal an. Nicht der Bruder, die Schwester soll alle lächeln, ja? Die Schwester, komm, lächeln. Ja, lächeln die Bruder draußen, die lächeln die Schwester, dann sagen Sattag oder so. Diesen Sattag geht anders unter dem Palast. Da hast du woanders gespendet, nicht an so viel anderen. Versteht ihr, ich meine, so lächeln dein Bruder an. Wir wissen, das gute Wort ist eine Sattag, liebe Geschwister. Wir wissen das. Das gute Wort zu deinem Bruder. Einfach, wir wissen, subhanallah, wir haben dich, subhanallah, wir haben erster Hadith, was die Brüder der Islamschule gelehrt haben, bei Sheikh, dass das liebe Geschwister, die war gefüllt von Allah, subhanahu wa ta'ala. Und das beliebte Wörter sind bei Allah, subhanahu wa ta'ala. Aber anstatt diese Wörter zu erwähnen, erwähnen wir lieber Ikhtilaf. Warum sollen wir sagen, subhanallah, subhanallah, wa ta'ala? Warum? Lass uns lieber reden über Niqab und Rufu'a und was weiß ich. Wir wissen das, liebe Geschwister. Und trotzdem lassen wir einfache Dinge, die ganz simpel sind zu verrichten, lassen wir es sein. Warum? Liebe Geschwister, indem wir uns mit Dingen beschäftigen, die uns sogar schaden können. Obwohl wir wissen, dass das Benehmen ein sehr wichtiger Baustein in unserer Religion ist, lassen wir vom Benehmen ab. Und das ist sehr gefährlich. Warum? Weil irgendwann kommt eine Person mit falsches Wissen und er wird ein gutes Benehmen haben und die Leute werden von dem annehmen. Und dann kommst du oder ich oder ein anderer Bruder mit dem schlechten Benehmen, aber vielleicht mit dem richtigen Wissen und die Leute werden nicht annehmen. Und das ist eine Katastrophe. Das ist eine Katastrophe. Wir müssen daran fein arbeiten. Egal, ob wir Ansa Yahweh Tadil und Yahweh müssen uns haben. Keine Umgebung wird sich ändern, bevor wir uns nicht ändern werden. Kein Ort wird sich ändern, bevor wir nicht erstmal uns anfangen und ändern werden. Glaub mir, liebe Geschwister. Glaub es so. Fitna kommt zu dir, du löscht die Fitna, kriegst du SMS, kriegst du MMS, kriegst du E-Mail, interessiert mich nicht. Denk, ach, mach weg, ja, mach weg. Diese Fitna immer, ah, ich hab das gehört, ich hab das bekommen. Mach weg. Denk gut, ach, über die Brüder, denk gut über die Schwester. Siehst du eine Person, fängt an, helf, ach, normalerweise, wenn wir sagen, wir folgen den Salaf, müssten wir eigentlich die beste Verhaltenszüge haben von anderen. Wenn wir sagen, wir folgen den Salaf. Ich kenne zum Beispiel einen Salafi, ja, Hassan al-Basri, Rahimahullah, hat mal mit ihm geredet, hat, was hat er gemacht? Er hat die Person Daten geschickt. Guck mal, sein Lenker. Der war einer von den Salaf.
so viele Geschichten, die wir kennen und Erzählungen von Sahaba radiallahu anhu und den anderen, die ihn gefolgt haben. Versteht ihr, was ich meine, liebe Geschwister? Einfach Dinge von diesen Leuten, und die wir normalerweise, und wir wissen, guck mal, wir wissen diese Dinge, wir haben sie schon mal gehört. Von Hassan Basri, wie viel haben wir von uns gehört? Wir wissen es. Wir wissen es, aber handeln wir danach? Warum handeln wir nicht danach? Was ist los mit uns? Warum hat uns dieser schlechte Wahn überkommen? Warum müssen wir, wenn wir ein Bruder sind, das erste Gedanke, der an uns vorbeigeht, ist, der ist gegen mich? Welche Paranoia erleben wir? Und das ist, liebe Geschwister, sehr gefährlich und das müssen wir ändern. Alhamdulillah, dass wir merken, dass es vorhanden ist. Es wäre ja noch viel schlimmer, wenn wir es nicht merken, wenn wir in einer Illusion leben. Das ist auf jeden Fall ein Schritt zur Besserung, ja? Dass wir erkannt haben, okay, ey, hier fehlt an etwas. Aber da müssen wir feiern, liebe Geschwister. Und egal, wenn du eine Sache schon mal gehört hast, erwähnen sie wieder. Also, erwähnen die Dinge, die Allah subhanahu wa ta'ala liebt. Also. Allah subhanahu wa ta'ala liebt, liebe Geschwister, die liebste Tat bei Allah subhanahu wa ta'ala, sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, ist Al-Iman. Hier Al-Iman bedeutet die ganze Religion. Hier sagt Al-Iman bedeutet Al-Uhid und all die Dinge, die Religion umfassen. Bringen wir diese Dinge den Leuten bei, liebe Geschwister. Die Dinge, die einfach sind, liebe Geschwister. Geben wir den Leuten das ständig mit. Egal, reden darüber. Ach, lass mal erstmal, solange sowieso eine Person eine Meinung von einem Rechtsgelehrten von, wer bist du, Ameise, dass du mit dieser Person versuchst, da Einstellung zu bringen? Der vor, ja, bei Allah, also, ich sehe mich vor, bist weniger als ein Ameise. Eine Ameise in einem Bein oder so. Ja, hat nicht Spaß. Mohammed Hassan, liebe Geschwister aus Ägypten, als er nach Saudi-Arabien gegangen ist, hat er gesagt, ich dachte, ich bin so ein großer Gelehrter. Er hat damals ja schon Dauer gemacht. Und der ist nach Saudi-Arabien gegangen und der ist zum Dance von Sheikh bin Baz reingegangen. Und der sagt, ich kam rein nach Fajr Sheikh bin Baz, fängt Dance anzumachen. Er sitzt vorne, macht Buch auf und erzählt. Und er sagt, ich werde müde, ich kann nicht mehr, ich gehe Wudu machen. So, komm ich wieder, Sheikh erzählt wieder. Und erzählt ohne Pause. Dann habe ich sofort nachher gegeben und habe gesagt, stopp die Kassetten, stopp, was ich mache. Ich bin nämlich nie wieder Chef. Ich bin neben Muhammad Hassan eine Ameisen ein Anbein. Also bin besser als was. Was gewaltiger ist. Versteht ihr, was ich damit sage? Und dann kommt so ein Bruder und dann, ach, verbringen wir uns Zeit damit, indem wir uns. Und dann kommt noch Groll im Herz und Streit. Und weißt du, warum der Streit und der Groll entsteht, wenn zwei Brüder bei dir leben, weil sie kein Wissen haben. Und sie reden darüber. Diskutieren, das ist normal, meinst du, was segnet das? Ach, erwähnen wir eine Ayah wieder, erwähnen wir ein Hadith, komm, ermahne mich. Sag mir, wie wichtig die Taube bei Allah subhanahu wa ta'ala ist, die wir manchmal vergessen zu machen, nach so vielen Sünden, die wir auf unseren Nacken tragen, dass unsere Schulter wehtun vom Tragen. Erwähnen mir von Taube etwas, sag mir, dass Allah liebt diejenigen, die Taube machen. Sagt, er liebt diejenigen, die Taube machen. Erwähnen wir das lieber. Eine Schwester kommt mit Hijab, die nicht richtig ist. Sag zu dieser Schwester, wie gut die Taube bei Allah subhanahu wa ta'ala ist. Und glaub es mir, du hast sie gerettet und du hast dich gerettet. Dann schau da hinzugehen und dann den Hijab zu feiern. Glaub mir, liebe Geschwister. Guck mal, einfache Dinge. Wir wissen, so schöne Sachen hat diese Religion. Dann gehst du dahin und drehst mit einer Person oder packst die Schwester und willst sie gerade mal Moschee betreten, willst sie dir erklären, wie der richtige Hijab ist. Bruder, wirklich willkommen, ich habe es einmal erlebt. Da haben wir einen Bruder, der kam gerade mal Muslim geworden. Da haben wir geschafft, einem Bruder das Buch zu geben über Ahlab al-Qabr. Diesen Jungen habe ich nie gesehen. Ja. Ich habe auch für dieses Buch gehabt. Ich habe es einmal gelesen. Ich bin Donner, Augen, Stimme wie Donner, die kommen durch die Erde gekrochen und starben, so können ich dir nur Menschen tragen. Ich habe gesagt, oh, ich habe das Buch zugemacht. Da kommt einer zu uns, der gerade mal Muslim. Der gibt das Buch an Abu Qabr. Ich weiß, was der für ein Film ist, der rausgefahren hat, ja? Der gesagt hat, Allah, entweder, was das für Leute sind. Ja, ich habe manchmal das Gefühl, dass Brüder geil darauf sind, alle schwer zu machen. Die lieben es so, wenn ich schwer ist. Die würden es lieben, jetzt, dass in der Fettmann kommt, dass wir hier nicht leben können. Ja, Hammer, jetzt können wir jetzt uns ansprechen. Wie sieht das schon mal? Allah Azza wa Jal sagt in seinem Buch, dass das offenbart hat, dass diese Religion Erleichterung ist für uns, liebe Geschwister. Weil wir eine Zufriedenheit innerlich fühlen. Natürlich kommen Prüfungen im Leben. Man soll das verstehen, was ich sagen möchte. Natürlich kommen Prüfungen im Leben und er wird Schwierigkeiten im Leben treffen. Und der Weg ist manchmal steinig und brüchig. Aber der ist zu überstehen gemeinsam. Gemeinsam, weil wir aneinander arbeiten. Wisst ihr, liebe Geschwister, was am meisten uns in Lappen Frauen gemacht hat, nachdem Moschee zu haben? Dass diese Gemeinsamkeit verloren worden ist. Mein Bruder sagt zu mir, Achim,
Ich bin in den Taxi gestiegen, sagt er, und der Taxifahrer hatte Musik gehabt. Und ich konnte ihm nicht sagen, so macht Musik aus, ich habe so schwach gefühlt. Er sagt aber zu mir, Moschee offenbar, ey, ich hatte gar kein Problem damit. Ich habe so gestärkt in mir gefühlt. Ich habe so, ich wusste hinter mir sind Leute so mäßig, ja. Und ich habe immer gesagt, wenn ich irgendwann sage, ey, bitte mach Musik aus. So eine gute Art und Weise natürlich. Aber der hat das immer so gemacht. Ich konnte das nicht mehr durchsetzen. Dann hat er gesagt, ich spüre, dass Jamal nicht mehr da ist. Das hat uns am meisten getroffen. In Japan am meisten hat uns diese Sache getroffen. Und ich habe gespürt, wie wichtig diese Gemeinsamkeit ist. Und diese Gemeinsamkeit ist nur zu bewahren, wenn wir miteinander umgehen können. Wenn diese Mahnung dazwischen stimmt. Und nur dann können wir sie bewahren. Und wenn wir das richtige Wissen richtig anwenden. Und wenn wir nicht, liebe Geschwister, das Wissen, was wir haben, hinten lagern und sich mit Dingen beschäftigen, die uns gar nicht weiterbringen. Die uns gar nicht weiterbringen. Lass uns mal herbeirufen, was wir alle schon gehört haben und gelernt haben. Und wie viel wir davon umsetzen können. Glaub mir, es ist so viel. Es ist so viel, liebe Geschwister. Und wenn du sagst, ach, ich handle nach dem, was ich weiß, dann sage ich dir, setz dich hin und denke darüber nach, was du falsch gemacht hast. Und das ist schon so viel. Wenn du dich nur hinsetzt, bevor dich deine Gedanken erreichen. Und die sagen zu dir, was macht Apo so? Und was macht der? Und was hat der gesagt? Was hat Magnus, hat Aisha gesagt? Was hat Khadija gesagt? Achi, bevor wir das machen, setz dich hin und sag, was habe ich gemacht? Frag dich mal selber, was habe ich gemacht. Guck, ich habe mein Handy geschrieben, ich habe mal so Fragen gefunden. In einem, ich weiß nicht, das war ein Vortrag, genau. Ein Vortrag im Internet, ich habe mir das aufgeschrieben. Aber der Shaitan lässt mich ja nicht rein. Das ist das Problem. Ja, guck mal, ganz einfach Fragen. Ich habe ihm noch im Auto gelesen, habe ich mir gedacht, guck mal, wie lange ich mich für diese Fragen nicht gefragt habe. Er sagt, Fragen an mich. Hast du heute Fajr gebetet? Hast du heute Koran gelesen? Hast du nach dem Gebet Dhikr gemacht? Hast du heute die Sunna gebetet? Hast du heute über den Tod, über Aachen, über Grab nachgedacht? Hast du heute dreimal für Gender gefragt und dreimal Schutz vor Jahannam gefragt? Weil laut Hadith, wie wir kennen, auch als authentisch klassifiziert ist, wenn du dreimal von Allah darum bittest, dass du in Jannah gehst, sagt Jannah, lass ihn zu dir kommen. Und wenn du dreimal darum bittest, dass Allah dich vor Jahannam schützt, sagt Jahannam, halt den Fan von mir. Schau mal, dreimal. So, dreimal. Ja, du musst normalerweise drin oder falschen. So, hast du Vergebung für deine Sünden gebeten? Hast du Dua gemacht für das Festigen deines Herzens? Und so geht es weiter. Und schau mal, wenn du so eine Liste, so eine Check-up-Liste musst du machen. Musst du so eine Check-up-Liste machen. Und musst diese Fragen selber stellen. Bevor du in die Moschee kommst und sagst, hat er heute Fetcher gebeten? Ich war heute wie immer bei dir. Oder vielleicht war es gestern bei dir, weil du vielleicht heute erreicht hast. Das ist wirklich eine glaube, diese Check-up, diese brauchen wir. Die wird uns verändern. Liebe Geschwister, ich sage euch bei Allah subhanahu wa ta'ala, weil wir es gerade in Gladbach mitmachen. Die Jama'a und die Gemeinsamkeit und die Brüder und die Schwestern für die Schwestern sind sehr wichtig. Wir müssen versuchen, es zu bewahren, es zu schützen. Und wir können es nur schützen, wenn wir nach dem handeln, was wir wissen. Und nicht, wenn wir dahin gehen und versuchen, liebe Geschwister, darüber zu diskutieren, worauf wir wenig wissen haben oder gar kein Wissen haben. Obwohl wir Dinge haben, wo wir immer wissen, dann gib doch mit. Gib doch mit schöne Hadithe, die simpel und einfach sind und viel Belohnung hat. Glaub mir, das ist sehr gut. Man sollte immer von anderen Situationen lernen. Ihr seht aus, wie es uns geht in Gladbach, und ihr könnt die Brüder in Gladbach fragen, wenn ihr euch sagen, Alhamdulillah, das ist ja dieses, wenn ihr uns fragt, aber Alhamdulillah, aber vielleicht geht es ganz schlecht. Ja, mir hat noch mein Religionslehrer früher gesagt, die Menschen heutzutage die Frage, wie geht's dir, ist nie ernst gemeint. Wie geht's dir? Und wenn ihr sagt, schlecht, okay, wir sehen uns. Du willst ja gar nicht wissen. Ehrlich gesagt, willst du ja gar nicht wissen, wie es dir geht. Schau mal, wie geht's so? Dann denkst du, nein, warum hab ich schon gefragt? Diese Frage ist nie ernst gemeint, so wie geht's dir? Kein Halle. Aber das ist kein Halle, wenn er anfängt. Du willst dein Halle gar nicht wissen, du willst gar nicht die Situation wissen. Versteht ihr das, meine Lieben? Es ist wirklich traurig, es ist traurig, es ist aber eine Wirklichkeit, es ist eine Sache, die wir wissen. Wir müssen ehrlich zu uns sein. Wir müssen anfangen, ehrlich zu uns zu sein, liebe Geschwister. Versteht ihr? Aber wenn ihr wirklich, wenn die Brüder euch schon dabei erzählen konnten, wie es denn wirklich geht, würden die euch sagen, wie es denn geht. Und die würden euch alle sagen, Hakan Jamal, das ist so meins wichtig, glaubt mir. Bruder, ich sage euch, das ist ohne Spaß. Das ist wichtig, wir müssen, auch wenn das vielleicht vom Thema rausgeht, das ist sehr wichtig, dass wir das erwähnen. Lerne von den Dingen, die andere erlebt haben. Lerne von den Dingen, die andere widerfahren haben. Hat da jemand was verloren? Hat jemand was erlebt? Lerne daraus.
Nimm es mit fürs Leben, glaub es mir, bevor es dich trifft, weil wenn es dich trifft, bist du vorbereitet. Wir haben eben heute darüber gesprochen, der Gläubige, der Muslim, liebe Geschwister, der an Allah subhanahu wa ta'ala glaubt, der muss auf alles gefasst sein, der muss immer vorbereitet sein. Immer vorbereitet. Und ich beende damit, liebe Geschwister, indem ich wirklich sage, wir müssen vorbereitet sein, wie vor einem Antritt einer Reise. Guck mal, wenn wir gehen jetzt bald zum Hajj, oder du hast vor, zu deinem Land zu verreisen, was machst du dort? Koffer packen, Liste, ich meine, das ist über deutsche Familie. Ja, aber ich habe deutsche Freunde, machen meine Liste 5 T-Shirts, 5 Hosen, 5 mal so ein bisschen. Ne? So, ich kenne das eigentlich nicht von meinen Griechen. Das haben wir nicht gemacht. Aber die machen das. Das ist eigentlich korrekt. Ja, es ist so eine Liste, Medikamenten. Alles mit Vorbereitung. Das ist eine Vorbereitung für die Reise. Warum? Weil wenn ich etwas trifft auf der Reise, dann ist alles da. Es ist alles da und du bist glücklich, dass es auch so ist. Weil gerade Sachen da sind. So, weil Rom hat mich vorbereitet, das. So muss er sich vorbereiten, was passiert, wenn, was da habe ich dafür gesorgt, habe ich dafür gesorgt. Das ist sehr wichtig. Gute Vorbereitung, liebe Geschwister, ist sehr, sehr wichtig für uns Gläubige auch. Sehr wichtig, liebe Geschwister. Dass wenn die Prüfung kommt, dass wir dann wieder gleich standhaft sind. Halt mir mal den Radiallahu an, was sagt er zu seinen Leuten, liebe Geschwister, wenn er auf dem Schlachtfeld war, und seid standhaft. Haltet fest und seid standhaft mit euren Reihen. Das müssen wir lernen, liebe Geschwister. Dies waren die Wörter, die ich euch mitgeben wollte. Mehr als genug und mehr als gedacht. Und ich hoffe, dass Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annimmt. Und ich bitte Allah darum, dass er von mir und von euch annimmt. Ich bedanke mich nochmal für eure Vorbereitung. Ich tue das zu organisieren. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala euch mit sehr viel Gutes belohnen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Sünden vergeben und unsere gute Taten akzeptieren. Ich übergebe an Abu 2, Abu Naila, inshallah, der kann das nicht verteilen. Ja, alle kennen ja Abu 2.